Bora de muco, chuco, chetins, que go. Aqui é com o que go. Hallo, ich bin Jasmin von Stempel doch mal. Ich möchte euch heute eine Teeverpackung zeigen. Bald fängt ja wieder die Teesaison an. Gut, Tee kann man immer trinken, aber bald wird es wieder kalt, bald kommt der Herbst und dann trinkt man natürlich deutlich mehr Tee und deswegen habe ich gedacht, verpacke ich mal wieder welchen. Ich habe ja auf meinem Kanal schon so einige Teeverpackungen und das hier ist halt, das soll halt so aussehen wie Teebeutel. Da kann man sich hier den Tee seiner Wahl einfach einkleben. Ich habe jetzt Kludotz genommen und dann wird das hier untergesteckt. Und dann hat man hier oben durch diese, durch diese Faltung und hier durch diesen, durch dieses Seil oder wie man es auch nennt beim Teebeutel, sieht es halt aus wie ein echter Teebeutel. Ich habe immer mehrere Farben gemacht. Es gibt ja im Hauptkatalog dieses tolle Tee-Set, was ich echt wunderschön finde. Und auch das Papier ist total schön. Das Papier ist übrigens mein Lieblingspapier hier mit diesen Blumen. Rosen sind es ja nicht. Keine Ahnung. Ich habe zwei Varianten gemacht. Einmal Aquamarin und das ist, glaube ich, Currygelb. Ja, und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Hier oben, das ist ein bisschen locker, wen das stört. Man könnte es eventuell auch zukleben, aber mich stört es jetzt nicht unbedingt. Das wird halt da eingesteckt und man kann es nicht wirklich höher einstecken, weil ja hier diese Schräge dann anfängt. Ich habe eben schon mal ausprobiert, man kann es theoretisch auch hier drunter stecken, dann hält es ein bisschen besser. Aber wen es absolut stört, der könnte es theoretisch auch hier mit eintackern, aber dann muss man es natürlich aufreißen, wenn man es geschenkt bekommt oder wenn man spätestens wenn man an den Tee will. So, ich zeige euch erstmal das Papier. Das ist das Papier und das ist das Produktpaket dazu. Das ist wie gesagt im Hauptkatalog zu finden. Das heißt auch Teezeit und das sind die Framelits dafür. Und ich finde die Framelits wirklich total süß. Vor allen Dingen hier diese Doilies oder diese Wellenkreise oder wie man sie auch nennt. Die kann man ja wunderbar für alles andere noch einsetzen. Und das ist das Papier. Das ist alles so ein bisschen in zarteren Farben. Und auch ein bisschen dünner. Das nehme ich mir schon mal raus, das brauchen wir gleich. Und daher kann man damit auch so schön falten. Hier fängt es wieder an. So. Und wir brauchen jetzt einen Streifen, der ist 7,5 cm. Mal 21. Und dann kann man den Rest, den man jetzt hier hat, da würde ich jetzt nicht hier weiter schneiden, sondern ich würde es so rumdrehen, würde das wiederum auf 21 kürzen und dann kriegt man hier noch 4 Stück raus. Das heißt, man bekommt pro Blatt 5 solche Teeverpackungen, das finde ich super. Da hat man auf jeden Fall das Beste aus seinem Papier rausgeholt. Und jetzt legen wir es so der Länge nach hier rein und falzen bei 8, bei 9 und bei 10 und das war schon alles. Und jetzt müssen wir hier oben diesen Knick machen, dass das hier oben so ein bisschen aussieht wie ein Teebeutel. Und das ist im Prinzip ganz einfach. Man könnte jetzt sich auch was anzeichnen oder ausmessen. Aber wir sind ja alle handwerklich begabt hier. Wir machen das jetzt so. Also man faltet sich quasi hier eine Spitze. Und die Spitze dann nochmal nach unten. Und das war's schon. Also, erstmal hier wie ein Hut
Ne, wenn man, ich kann ja diese Schiffchen basteln und das fängt so ähnlich an. Und dann einmal runter. Total easy. Da meine ich, müsste man sich jetzt auch nichts unbedingt ausmessen. So, ich tacker das jetzt schon mal zu. Und dann brauchen wir da. Wir brauchen hier den Eckenrunder, weil wenn ich es jetzt so lasse, ich kann es euch ja mal zeigen. Also hier diese drei Falzlinien müssen wir jetzt noch knicken. Fangen an nach oben, nach unten und die letzte wieder nach oben. So. Wenn ich das jetzt so lasse, seht ihr ja schon, dann könnte man das ja nie hier reinstecken. Ne, das geht nicht. Deswegen mache ich das einfach rund. Da haben wir ja hier diesen coolen 3-in-1-Stanzer. Und der macht mir jetzt die Ecken rund und dann passt das. Ne, dann passt es hier rein und man kann es hier reinstecken. Ja, hat er jetzt gerade meine Ecke gefressen. War ich nicht gerade. Ja, man sieht es kaum. So, und dann kann ich den Tee einkleben. Das mache ich mit Gludots. Dann kann man ihn auch wunderbar rauslösen, ohne alles zu zerstören. So. So, das ist schon mal der Grund der Verpackung. Dann müssen wir ein bisschen stempeln. Und zwar, ich habe mir jetzt alle Stempel, die ich brauche, schon auf die Blöcke gemacht. Ich nehme jetzt das Memento-Kissen, weil ich die Stamp & Blends gleich verwende zum Anmalen. In dem Set, oh, Entschuldigung, ich habe heute einen Frosch im Hals. In dem Set ist einmal die Teetasse oder kann ja auch eine Kaffeetasse sein. Dann haben wir hier die Außenlinie von dem Zweig. Dann die Außenlinie von dem Blümchen. Das müsste alles gewesen sein, was ich für Schwarz brauche. Gleich nochmal den Spruch. Aber jetzt können wir den Zweig noch bestempeln mit Grün. Da gibt es einmal eine Außenlinie und einmal hier dieses Innenteil. Da muss ich euch jetzt mal mein Haupthaar zeigen, glaube ich. So. Und dann, also das ist Olivgrün und für die Blume nehme ich Calypso, das sind halt zwei Farben, die auch in dem Papier vorkommen. Ich meine, ich habe das jetzt hier in meiner Farbvariante, es kommt das jetzt gar nicht vor, aber ich halte mich meistens trotzdem so ein bisschen an die Farben, die im Papier sind. Weil manchmal steht man ja auch vor seinen Stempelkissen und denkt, ach, welche Farbe nehme ich, welche passt zu welcher. So, und die Tasse male ich jetzt aus. Da nehme ich wieder die Blends. Das ist total easy. Easy peasy. So, damit ich nicht so ein riesen Blatt hier als rumflattern habe, schneide ich das mal ab. Ich habe jetzt einfach hier, was ist denn das? Elfenbein genommen. Da kann man aber auch Savanne oder irgendwas nehmen. Dass es einfach ein bisschen aussieht, als wäre was in der Tasse. Ich habe es am Anfang mal komplett blau gemacht, ohne hier was Tee reinzufüllen. Das fand ich jetzt nicht ganz so schön. Irgendwie sieht es so ein bisschen mehr ja, nach Tee aus. Und dann nehme ich den Dunkel Aquamarin.
und male einmal komplett die ganze Tasse an. Und dann habe ich bei den ganzen anderen Tassen, die ich da schon gemalt habe, so ein bisschen mal geguckt, wie es am schönsten aussieht, wo man den Schatten hinmacht, kann ich euch gleich mal versuchen zu zeigen. So, wer keine Lust hat auf große Kunst, der kann das jetzt schon so lassen. Sieht auch schon schön aus. Ich versuche aber immer mal so ein bisschen zu üben. Und mir hat das jetzt am besten gefallen, wenn ich den Schatten hier nach hinten setze. Also das ist kein Aquamarin, das ist Helltannengrün. Das passt zusammen komischerweise. Also man muss sich da nicht immer so an die Farben halten. So, und dann habe ich erstmal einfach nur die rechte Seite ein bisschen dunkler gemalt. Und dann nehme ich wieder den ersten, den ich hatte, und gehe jetzt hier wie wild über diese Stelle, wo es sich quasi verbinden soll. Und im Anschluss, wenn ich meine, ich habe alles gut verblendet, gehe ich auch nochmal über alles. Und wer möchte, kann jetzt hier hinten schon so ein bisschen weniger werden und gar nicht mehr so. Darf natürlich auch den Rand nicht vergessen. So, und dann hat man im Prinzip so. Ja, als kommt das Licht von da, dann ist die Tasse hier heller und wird halt da dunkler. Und das geht mit den Stiften super. Also ich versuche immer mal, wie gesagt, zu üben. Ich zeige euch jetzt mal die anderen Schatten. Da muss ich mal die grünen Tassen holen. Also, hier kommt der Schatten von links, ist auch okay. Ja, da ist er, da ist rechts hell. Bei dem war das auch so. Das ist das gleiche, wie ich eben gemalt habe. Und hier habe ich versucht, den Schatten in die Mitte zu legen, dass man quasi, dass quasi das Licht von vorne kommt. Also man kann da so ein bisschen rumexperimentieren. So, und dann brauche ich jetzt die Big Shot. Ich schneide jetzt nur mal hier mit euch die Tasse aus, den Rest habe ich schon. Meine Big Shot, die passt immer nicht so. Die passt nur so schräg hier drauf. So, dann brauche ich die Tasse. Da haben wir die Tasse. Da haben wir den Zweig. Und hier ist die Blume. Und dann habe ich mir noch dieses größere Doily hier ausgestanzt. Und darauf stempel ich jetzt noch hier den Spruch randvoll mit lieben Wünschen. Da gibt es ja auch noch mehr Sachen, die so zum Tee passen, zum Genießen, nimm dir Zeit zum Entspannen, von mir für dich. Aber in meinem Fall, weil ich ja hier die Tasse hinsetzen wollte, hat der randvoll mit lieben Wünschen der Spruch am schönsten dazu gepasst, von der Form her. Und der passt halt auch genau hier rein.
So, dann klemme ich mir hier ein Dimensional unter die Tasse. Setze die so ein bisschen nach rechts versetzt hier an. Der Zweig bekommt zwei kleine. Und den setze ich hier so an die linke Seite und das Blümchen kommt auch noch dazu. So. Und weil ich Glitzer liebe, kommt noch Glitzer drauf. Dann haben wir im Prinzip schon unsere Deko für die Front fertig. Da kommt hinten noch Dimensionals drauf. Und dann kann ich das hier aufkleben. Und jetzt fehlt im Prinzip nur noch hier der Faden. Und da nehme ich jetzt einen neuen Faden aus dem Herbst-Winter-Katalog. Einfach, weil ich ihn passend dafür finde. Ne? Das ist, Entschuldigung, die gleiche Art wie der Leinenfaden, nur er ist halt ein bisschen dicker. Schneide ich mir hier so ein Stück ab. Aber da könnt ihr auch ein farbiges Band nehmen oder irgendwas. Ich fand den jetzt halt sehr schön. Den klappe ich mir hier oben so um und tacker den auch nochmal fest. Und dann habe ich es mir jetzt ganz einfach gemacht, um dieses Schildchen hier zu machen. Da nehme ich hier die Stanze und stanze mir einfach hier was aus dem Reststück aus. Dann klappe ich das einfach um und schneide es mir hier unten mit der Schere ab. Und dann habe ich schon mein Schildchen. Und da das ja beim normalen Tee auch alles getackert ist, hat man es natürlich einfach und tackert sich das hier dran und schon ist es fertig. Ja, wie gesagt, das ist die Teeverpackung. Ich finde sie total süß. Mal was anderes und ich hoffe, euch gefällt die Idee auch. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Hallo, da bin ich nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du hier mir ein Abo schenkst, wenn du hier aufs nächste Video klickst und wenn du hier meinen Blog besuchst. Bis zum nächsten Mal.